Wunderschönen guten Tag zusammen, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Profi. Hallo. Diesmal auf einer hallo. Rennstrecke, wie ihr seht. Und zwar fahren wir auf dieser, wie heißt denn das hier, Matt-Rennstrecke, Offroad, keine Ahnung was. Werden die Jungs heute ein Gefährt mit Anhänger bauen, mit den absoluten Standardregeln, aber, und das müssen wir jetzt festlegen, Stoßdämpfer sind nicht erlaubt, ansonsten vier die. Motoren, vier Schubdüsen, keine Pistons, keine schweren Sachen, auch nicht für die Optik, also ist völlig egal jetzt, schwere Sachen werden nicht genommen. Das ist so das, was die Jungs vorher festgelegt haben und ich habe dreimal nachgefragt, deswegen darauf der Hinweis, es wird auf der Ladefläche werden Sachen sein, die explodieren, also kleine... Wo bist du, Christian? Ich kann dir die mal kurz spawnen, damit die Leute wissen. Small Explosive Canisters, die hier sind, was denn? Ich kann dir den Anhänger mal Moment. Spawnen, den haben wir ja vorher festgelegt. Christian, keine schweren Sachen, dann darf ich also keinen kleinen Reifen bauen. Reifen darfst du, große sowie kleine. Ja, okay, warum machen wir da jetzt so Einschränkungen? Damit die Zuschauer wissen, was wir da nachher hinten an unseren Wagen dranhängen. Die OB ist eine abgewandelte Form von dem Zuschauer so. Hello There. Habt ihr mit 370 Daumen hoch abgevotet, so sind wir drauf gekommen. Die Idee von ihm war nicht ganz so machbar, aber so mit einem, so ungefähr schon. Also wir haben jetzt hier quasi einen Anhänger also hinten dran. So oder? Nee, also der eine Block wird noch weggemacht, ja, genau, dann, sodass das halt hin und her wackelt. So. Genau. Genau. Und da ist ein explosiver Kanister drin. Und wenn er explodiert, dann bekommt man weniger Punkte. Also dadurch, dass der Anhänger hinten dran ist, kann man immer noch fahren, wenn man Glück hat. Ja, also es kann natürlich auch passieren, dass man den Bollerwagen da von der Seite rammt und dann explodiert das und dann ist halt das eigene Fahrzeug kaputt. Dann hat man halt Pech gehabt. Und muss irgendwie sein Fahrzeug neu spawnen, sollte dann aber irgendwie der Anhänger schon kaputt gewesen sein, muss man den halt wieder abmachen. Ja, das ist so das und wer halt als erstes ins Ziel kommt, der hat nicht unbedingt gewonnen. Es kommt halt auch noch drauf an, ob du eventuell mit deinem explosiven Kanister ins Ziel gekommen bist. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du immer noch die Möglichkeit, richtig Punkte abzustauben. Im Endeffekt ist die Regel so, der als erster mit Anhänger noch ins Ziel kommt, gewinnt. Nur wenn es keiner mit Anhänger schafft, dann zählt halt die Position, wer als erster dann ohne Anhänger ins Ziel gekommen ist. Und, ja. Was ist, wenn zwei mit dem Anhänger reinkommen? Dann der als erster reinkommt, gewinnt. Was ist, wenn einer mit Anhänger reinkommt und sogar das explosive Fass noch hat? Ist das Mehrwert? Ja, darum geht's ja. Also, nee. Genau. Also, du hast entweder Anhänger Fass oder du hast Anhänger vielleicht nicht. Vielleicht ist das ja rausgefallen oder so. Vielleicht poltert ja so krass auf der Strecke. Das zählt, als das wenn du das, den Anhänger. Genau, als wenn es explodiert wäre. Ah, okay. Ja, super. Dazu haben die wieder 30 Minuten Bauzeit. Und die beginnen in 3, 2, 1, jetzt. Jetzt! Viel Spaß. Okay. Okay, wir können uns die Strecke mal angucken. Hier ist wieder keine Musik. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich hasse Spiele, wo es einfach so still ist. So dieses. Das hört sich an, als wäre ich am Desktop. Das ist halt so eine Standard-Map hier aus dem Workshop. So. Also, gucken wir uns das Ganze mal an. Auch von Start bis zum Ziel. Wir werden natürlich nicht hier rechts rumfahren. Echt jetzt? Fliegen! Komm schon. Hallo. Komm schon, jetzt aber. Fliegen! Jawoll! Also, wir werden hier starten in diese Richtung. Gibt's erstmal eine harte Linkskurve. Es könnte sein, dass die Jungs alle ein bisschen langsamer fahren, was, glaube ich, sehr zu empfehlen wäre, wenn der Anhänger nicht explodieren soll. Daraufhin folgt hier die harte Rechtskurve. Deswegen schöner Start. Direkt in der Kurve. Geschwindigkeit brauchen wir eh nicht heute. Dann haben wir hier eigentlich die Möglichkeit, ja, also hier teilt sich die Strecke. Wir haben aber gesagt, wir fahren außen rum, damit das vielleicht schön gebündelt bleibt und sich das Feld hier nicht aufsplittet. Haben wir gesagt, da links ist natürlich verboten. Wir fahren hier rechts außen weiter. Hier kann man ein bisschen Speed aufnehmen. Das Problem ist, das sieht man hier schon, hier ist ein dicker Buckel drin. Hier ist ein richtig fetter Hügel. Und da ist natürlich dann auch immer die Möglichkeit gegeben, dass der Anhänger einen Abgang macht.
Man kann natürlich auch sagen, scheiß auf den Anhänger. Der geht eh bei allen hoch. Und kann halt richtig hart Gas geben. Der kann richtig hart Gas geben, weil das hier auch wieder die lange Gerade, allerdings gespickt mit Holz, mit Baumstämmen. Und da kann man nicht einfach drüber fahren. Und denkt dran, wir haben keine Stoßdämpfer. Also super. Dann war eigentlich ein Sprung drin, den mussten wir allerdings rausnehmen. Also nicht nur aus Sicherheitsgründen bezüglich so, hey, Anhänger, sondern den hat man auch nicht unbedingt geschafft. Das heißt, hier haben wir ein bisschen zugebaut. Ist aber immer noch schwierig, finde ich. Denn, naja, so ganz eben ist es da nicht. Das ist eher so ein, sag ich mal, runterfallen und weiterfahren, anstatt irgendwie springen. Ja, dann durch die Unterführung durch. Und dann ist man, Zielgerade gibt es nicht wirklich, dann ist man in der Zielkurve. Und dann ist das Ganze auch schon vorbei. Wir haben noch keinen Streckenrekord. Das ist hier, oh, ja. Ich kann nicht mehr lenken. Ich werde jetzt mal landen. Der Anhänger ist nicht wirklich komplett vorgegeben. Das ist hier ja eigentlich nur ein Modell. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere das... Wobei, war der so vorgegeben oder nicht? Weiß ich jetzt gerade nicht, ja. Also ist jetzt nicht so schlimm. Aber wichtig ist natürlich das Fahrzeug davor. Ja. Zu tief sollte das Auto natürlich nicht sein. Denn dann kommt man hier über die Buckelpiste nicht mehr rüber. Das geht mit Stoßdämpfern eigentlich ganz gut, wenn man dann nicht ganz so hoch baut. Damit man sich dann auch nicht so leicht überschlägt. Aber da wir keine Stoßdämpfer haben, sollte man, glaube ich, nicht allzu tief bauen. Denn dann haut man gegen die Hubbel. Und dann wird sich da ganz schnell überschlagen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendwer mit diesem Ding, mit dem Anhänger ins Ziel kommt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich würde mich da gerne überraschen lassen. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Strecke abfliegen hat gedauert. Ich werde mir jetzt mal den ersten suchen, der hier irgendwo durch die Karpaten baut. Guck mal an, hier baut Peter. Peter hat noch 23 Minuten Zeit und Peter baut ein Fahrgerät. So. Moment, gibt es Leute, die kein Fahrgerät bauen? Also bei dir, bisher würde ich meine Aussage zurückziehen und sagen, das sieht mir sehr nach Fliegen aus. Das sieht mehr nach Fliegen aus, ne? Oh fuck, wir haben nicht festgelegt, dass wir Räder brauchen, ne? Ja, das ist korrekt. Ich habe allerdings tatsächlich... Also, ich habe noch vor, Räder zu bauen, ne? So ist nicht. Okay. Ja. Ja, ich überlege gerade, weißt du, so... Okay, theoretisch so über den Boden fliegen, das haben wir nicht verboten. Ja, das ist richtig. Ich weiß... Wird aber schwierig mit 4 Schubdüsen und dem Anhänger. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich meine, sobald das Ding hier rausfällt, ist ja vorbei. Für wir dich. Haben ja auch also nur 4 Schubdüsen, ja. Stimmt, ja, deswegen sehe ich da jetzt noch nicht die große. Wobei, wenn es jemand schafft, mit 4 Schubdüsen, glaube ich, so den ganzen Track lang zu fliegen, dann würde ich sagen, ja, ist klar, ist legit. So, das wäre ja, mir dann egal. Eigentlich, da hast du recht, ja. Da bin ich ja bei dir sogar. Also du baust wieder so ein kompaktes, kleines Ding. Wie hoch machst du den denn? Nicht so hoch. So? Ah, doch, sehr tief. Oh, ein kleiner Reifen. Ja, wobei, ich bin hart am Überlegen, tatsächlich große Reifen zu... Also, das habe ich so überlegt, bevor du es gesagt hast auch. Problem, ja, ich weiß Reifen ja nicht, ist, was besser ist, mehr, du, kein Schimmer. Also, die Theorie ist ja, also gucken wir uns nochmal an, wie normalerweise Offroad-Fahrzeuge funktionieren. Da ist es doch in der Regel schon so, dass die eher große Reifen haben, damit du ein großes Profil hast, damit du auch bei Unebenheiten oder Matsch Grip erzeugst, wo kleine Reifen einfach durchdrehen würden. Ja, die haben aber sehr wenig Luft da drin, extra. Ja, genau, damit du eine größere Oberfläche genau, hast. Genau, damit du, genau. Deswegen würde ich auch zu kleineren Reifen tendieren. Ach scheiße, was mache ich denn? Deswegen würde ich zu kleinen Reifen tendieren. zu großen Reifen war ich natürlich. Ja, ist schon. Aber ja, es ist natürlich immer die Frage, weißt du, so, wie wird das in Scrap Mechanic berücksichtigt? Wie wird das berechnet oder nicht? Ist das egal? Das weiß man eigentlich. Realität sind ja zwei ganz, ganz unterschiedlich. Oh, da ist ein bisschen traurig gewesen hier. Warum das denn? Achso. Ja. Ja. Ich habe die Dinger noch nicht connected. Ich will gar nicht, dass die nach unten gehen eigentlich. Wobei, das wäre auch mal interessant. Nee, ich will eigentlich, dass die nach oben gehen. Weißt du, ich glaube, Grip ist nämlich, wo wir gerade darüber geredet haben, ein essentieller Bestandteil und Weg zum Erfolg hier. Und deswegen würde ich die eigentlich... Ja, aber kriegt man auch Grip im Endeffekt, weil, also das ist ja alles hier Hügellandschaft. Das ist ja alles hubbelig. Und wenn du dann halt die ganze Zeit auf den Boden gepresst wirst, bringt das was?
Also hier sind ja wirklich, da sind ja einige, also da sind ja schon Kraterlandschaften bei. Naja, deswegen wollte ich es halt bestimmen können. Brauche ich gerade Grip oder nicht? Deswegen sind sie beweglich. So der Hintergedanke. Aber ich glaube schon, dass das mal was bringen kann. Hey, was ist denn hier? Ist egal, mach's ab. Ah, da. Ah, super, jetzt sehe ich auch, wo die anderen bauen, fällt mir gerade auf. Hast du die noch nicht gefunden gehabt? Nee, ist die Strecke abgeflogen. Deswegen, ja, aber mit dem Dings-Tool kann man ganz gut sehen, wo die anderen sind. Alter, finde, wer hat denn da... Ah, nee, das ist das Flugzeug. Ich wollte gerade sagen, wer hat denn da so viel Steuereinheiten reingeballert? Wait. Okay. Klingt schon so, als wären da interessante Konstruktionen hier bei meinen Konkurrenten. Ja, ich werde auch mal gucken fahren. Also, ja. Ich muss allerdings zugeben, mit Stoßdämpfern kann man hier eigentlich ganz gut fahren. Ja, das ist schön. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die haben wir nicht. Nee, die haben wir nicht. Wie viel sind es noch? Ja, etwa, also knapp 20 Minuten, also 19,5. Noch ein bisschen Zeit. Komm da ja, easy. Wieder. Super, bis später. Und welcher Bob baut hier? Das kann nur Sepp sein. Hallo! Hallo. Bob, der Baumeister. Oh, kacke, ey. Was ist denn hier gerade durch die Gegend geflogen? Das war gerade mein Vehikel. Du bist aber sehr klein. Ja, ich versuche sehr klein zu bauen, weil ich weiß von diesen Offroad-Strecken, dass du mehr Probleme bekommst, wenn du halt größer bist, weil dann irgendwo aufliegen kannst und so ein Quatsch. Das ist voll geil, dein Anhänger ist fast größer als mein Fahrzeug, was du ziehen sollst. Ich habe jetzt so ein bisschen so eine Mechanik reingebaut, dass ich, wenn ein großer Hubbel da ist, dass ich da irgendwie nicht so schnell auffliege. Ja. Boah, hält das. Warte mal. Ja, du kannst ein bisschen Liegestütze machen, ne? Also, ich kann aber auch große Reifen eigentlich nehmen. Wie ist denn das dann? Warte mal. Das ist eine sehr häufig diskutierte Frage heute, ob es denn große oder kleine Reifen sind. Ja, das weiß man alles noch nicht so genau. Also probieren wir das doch einfach mal aus. Also warum denn nicht? Ich bin ja offen für Neues. Das sieht Die kommst du dann ein bisschen gegeneinander. Oh nein! Und dann passiert halt sowas. Ja, du hast halt vorne durch die... durch die Schubdüse hast du... Also ich brauche, glaube ich, hinten noch eine Schubdüse, die so ein bisschen dagegen wirkt. Ja, ist natürlich auch wieder die Frage, wie das dann aussieht, wenn der Anhänger da dran hängt, wa? Ja. Also. Au! Oh! Wurdest du gebissen? Nee, ich hab mit dem Fuß gegen... Oh. Ich hab mit der Hacke gegen den Stuhl getreten. Warum tust du denn sowas, Christian? Weiß ich nicht, ich wollte mich gerade mit den Füßen kratzen. Sind noch, was sind denn noch? 17 Minuten noch? Aber jetzt geht's. Also jetzt überschlage ich mich auch nicht mehr direkt. Und wenn ich jetzt hinten den Anhänger noch dran habe. Mal da mal nach. Der Anhänger, mir ist aufgefallen, dadurch, dass ich meine Höhe unterschiedlich machen kann, kann es auch sein, dass der Anhänger fliegt. Okay, er fliegt immer. Ja, weil die Reifen halt klein sind. Das ist schlimm. Es muss ja eigentlich nur dran sein, der Anhänger, das oder? Hat nie jemand gesagt, dass wir das Ding den Boden berühren muss. Nee, weiß ne? Es nicht. Bin ich jetzt das haben wir nicht auch festgelegt. Und da wir jetzt auch gleich die Hälfte rum haben. Also ich... Puh. Ist immer schwierig, solche Sachen zu ändern, so mittendrin. Das ja, ist dann, ne? Das ist dann der Regelkunde zum Opfer gefallen. Also du kannst natürlich noch große Reifen da dran machen, aber... Den darf also, ich ja nicht verändern. Echt? So wie ich das verstanden habe, ist das eine Vorlage? Ist das eine Blaupause? Das ist eigentlich eine Blaupause. So hat Jaden dann gefragt, wie das mit dem Abstand aussieht. Dann hätte er einfach nur den hier müssen. Nee, ich glaub hier hinten, wie lang deine Wurst da dran sein muss. Also hier das, ach, und so, jetzt okay, den so lang machst, also noch länger machst oder den ganz kurz machst. Okay, ja gut, ja, wenn ihr den als Blaupause nehmt, ja, dann hat er eh den wieder. Eigentlich schon, ne? Dann fliegt er halt nicht, das ist auch nicht schlimm. Ja, aber Moment, wenn den keiner verändern darf, dann hat ja jeder der große Reifen das Ding, das... Genau, dann fliegt halt ja. Fliegt. Okay. Außer du setzt deinen ganzen Wagen tiefer, aber dann kommst du halt in die Probleme, dass sobald ein Hubbel da ist, fliegst du halt auf. Ne? Das wäre auch nicht gut. Das ist alles nicht gut.
Naja. Das ist alles nicht gut. Also es ist Halbzeit und da hinten gummelt einer die ganze Zeit durch die Gegend. Oh, bin mal gespannt. Guck mal, da ist so, Peter, was bauen wir denn noch hier für Technik ein? Da hinten ist noch einer und da. Ah ja, ja. Bei dem fahren wir jetzt mal gucken. Mach das. Ja, bauen wir noch was ein. Ich komme gleich wieder. Was steht denn hier rum? Ach, warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Was ist denn dann da? Ach ne, Moment, da. Da. Bram! Hallo. Was machst du denn da gerade? Ich meine zweite Version für das Auto, was ich jetzt erst spawnen werde, um Jay zu triggern. Ja, weil Jay musste eben unbedingt außerhalb der Aufnahme nochmal fragen, wie das mit den Gegenständen gemeint ist und so und bla bla und hat das irgendwie alles ein bisschen missverstanden. Er hatte explizit Badewannen als Beispiel. Ja, ja, er hat das alles ein bisschen missverstanden und Aber ich habe trotzdem tatsächlich eine echte Frage. Ja, 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 was denn? Moment. Jetzt kommt's. Dein Problem ist, der Anhänger hängt in der Luft? Nein. Gar nicht. Okay, dein Problem das ist mein Auto, ja? Ja. So, ich dürfte ja, also ich habe jetzt hier hinten ein Feld extra gebaut, aber man hieß ja, das ist okay, wa? Ja, also, der Abstand weil von der Anhänger, also. Genau, ich habe da nur quasi einen nach oben. Also ich habe den Anhänger nicht verändert, ich bin nur einen nach oben gegangen. Aber jetzt habe ich eine Frage, nimm mal bitte das Verbindungskabel in die Werkzeuge. Mein Gott. Ja, ja, habe ich. In die Hand, ja? Ach, du hast das Darf ich unten? Das? Verändert das, also das wird weder. Das wird wieder gesagt, ja. Verändert man dadurch den Anhänger? Also, ja, genau, das ist halt die Frage. Also, ich meine, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, aber generell. Ich wüsste gar nicht. Also, erstens würde mich mal interessieren, was hat man denn davon? Ich habe halt, der Anhänger hinten gibt mir halt Antrieb, wa? Das echt? Nur, verteilt sich das so weit? Also, weil ja. Irgendwie. Okay. Ja. Also, du kannst gerne einmal fahren, wenn du möchtest. Du kannst gerade nichts kaputt machen. Fahr mal so. Okay. Ein Stück. Die 1 muss noch drücken. Wait, ach so. Die 2, Entschuldigung. Ah, genau, ja, so. Okay. So, weil der fährt sich halt schon Alter, ziemlich. Alter, ist das Ding schnell. Okay, so, dann machen wir mal die Verbindung weg. Und hier auch die Frage wegen der Verbindung, ist auch ganz wichtig, wegen der Steuerverbindung. Das machen wir die auch mal weg einfach erstmal. So, jetzt fahr nochmal. Ach so, ja, jetzt schleudert das Ding natürlich einfach unkontrolliert. Ja, ist doch trotzdem noch genauso schnell, ne? Ist genauso schnell, aber du hast halt einen unkontrollierten Anhänger, während der davor kontrolliert ist. Ja, ja, klar, weil du gerade die letzte Verbindung weggemacht hast. Oh, fuck. Aber was ist denn, wenn man... Deswegen dachte ich, frag mal... Wenn man das hier wieder anschließt an den Sitz, ne? So. Und du mitlenkst. Das ist schon anders, finde ich. Ja, ja, jetzt ist nicht so unkontrolliert, aber ich weiß nicht, also wo jetzt der Unterschied zu dem vorigen ist, dass die hinteren Reifen da angeschlossen sind. Achso, ja, ist halt nochmal bessere Schubverteilung, falls du zum Beispiel mit dem Anhänger irgendwo drauf liegst. Ja, aber weißt du was, mach mal. Wenn einer da auf die Idee kommt, so er macht das auch, dann soll er das auch machen. Wenn er sagt, ich habe das extra nicht gemacht, ja, dann Pech gehabt. Da hab ich jetzt, auf die Diskussion habe ich jetzt echt gesagt keinen Bock einfach. Ansonsten meist halt sonst weg. Wenn ja, ja, so ja, wenn da sich wieder einer ungerecht behandelt fühlt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ist deine Strategie total geil, weil du wirst durch die Badewanne so triggern, das wird ihm gar nicht auffallen. Sehr schön. Aber ich muss mal gucken, was der gebaut hat. Wo ist der überhaupt? Ist der direkt hier um die Ecke? Ach, der ist direkt hier um die Ecke. Ja, cool. Da frage ich mal eben, was hat der denn da für einen Scheiß? Hallo, Jay. Hallo. Was hast du denn da gemacht? Wie geil ist das denn? Ich würde sagen, wenn mir ja jemand an mir vorbei will, der kriegt halt die Faust des Jays ab. Ist zumindest gerade so ein bisschen der Plan. Weil das ist nicht verboten worden, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Oh, weil. Oder ist das verboten worden, weitere Explosionsfässer zu bauen? Ich glaube nicht, oder? Hilf mir aber auf die Sprünge gerne, Christian. Es ist explizit nicht verboten worden. Danke. Soweit ich weiß. Dann würde ich. Du schreibst das nicht in den Chat, Alter. Das ist ein Vorteil, den ich sehe. Oh Gott.
Weil ich halt smart bin. Ich, ja, total smart. Ich sehe gleich und ich, und das wird die nächste 5 Minuten Diskussion. Ja, super. Spitze. Ja, ich mach das auch nur auf der anderen Seite auch, damit das vernünftig symmetrisch ist. Du weißt aber schon, dass du nur einen Versuch hast und wenn das Ding neben deinem Auto explodiert, kann es sein, dass dein Reifen abfliegt, wa? Ja, da teste ich gleich noch. Ja, ja, okay. Also dafür hast du auch noch ganze 7,5 Minuten Zeit. Ja, reicht ja. Ich will ja nicht auf Schönheit bauen diesmal. Muss man ja nicht machen. Ja. Oh Mann. Warte mal, was hast du denn überhaupt so alles benutzt? Ja, okay, also was ich tatsächlich gemacht habe ist, was ich halt tatsächlich gemacht habe, ist hier hinten die Konstruktion, wird wahrscheinlich nicht so viele haben, ist, dass ich den Wagen halt hochhebe ein bisschen, wenn ich das starte, damit der hinten nicht so krass aufsitzt und dann so nervt. Das hättest du auch ja viel einfacher. Ja, ja, nee, cool. So ein Lampion. Hui! Aber wie willst du denn da... Ach, das wird schon funktionieren. Ich glaube an dich. Das sind meine Boxhandschuhe. Ja, pass auf, ich muss jetzt erstmal testen, ob ich damit... Ich habe am Anfang echt gedacht, du hättest da Boxhandschuhe dran. Was passiert? Weil es gibt auch Boxhandschuhe, oder? So, okay, pass auf, Christian. Nehmen wir mal hier mein schönes Auto von damals. Hier, wo ist er denn? Die gute Grinsekatze. Wo ist sie denn? Aber da habe ich ganz tolle Sachen. Einfach da weiß ich. Nehmen einfach der Peter Sachs Mobil. Ist auch gut. Ups. Aha. So. Oh shit! Du bist schon alles klar. Gefahren. Okay. Ich würde mal sagen, ich baue das noch ein bisschen mit krasserem Abstand. Ja, ja, mach das mal noch breit. Delete? Dann bist du auch schön. Dann bist du auch schön so breit wie die ganze Strecke. Was soll ich hier machen? Achso, ich kann das natürlich. Ja. Oh, weil, warte mal, ich kann ja auch einfach so fahren. Aber ich muss auch nochmal bei Peter gucken halt gehen, so bei dem fahren. Weiß ich nämlich nicht, was da noch dazugekommen ist. Aber das ist sehr schön. Also ich wie viel ist noch? 5 Minuten noch. Also etwas über 5 Minuten. Jojo, tschüss. Jay ist so ein Affe einfach nur, das ist der Wahnsinn. Ja, ich versuche den zu triggern, indem ich das gebaut habe. Ja, die sind nicht verboten worden. Nein, die sind nicht explizit verboten worden. Und ich finde es super, weißt du, also Bram versucht Jay zu triggern und Jay wird gleich einfach, also das wird eine Diskussion werden. Das ist super. Ich baue möglichst klein, Jay so breit wie die ganze Strecke. 5 Minuten noch. Ja, Peter ist bei Fahrtests angekommen. Gucken wir uns das mal an. Hallo, Peter. Hallo. Du machst Fahrtests. Das finde ich sehr gut. Wieso lachst du? Was gibt's da zu lachen? Ich war noch am Lachen von einem deiner Kontrahenten, wo ich hergekommen bin. Ach, ey. Ja, ich bin heute der Meinung, dass langsamer schneller ist. Ja. Kann sein, ja. Durchaus. Deswegen habe ich die Motoreneinstellungen nicht so hochgestellt, wie du siehst. Ja, ah, das heißt, wenn du gibst jetzt theoretisch Vollgas dann. Gerade bin ich Vollgas am Geben, ja. Ja, krass. So, ja, und dann will ich halt das Ding sicher nach Hause fahren, ne? Mhm. Wenn mir aber jemand hinten das Ding wegmacht, weil er mir irgendwie hinten reinfährt oder so, da gibt es halt die Boss-Transformation und dann kann ich halt wegziehen. Die Boss-Transformation AK Schubdüsen. Genau. Ey. Krass, wie das Ding einfach nicht explodiert auch, ne? Also ich finde das ja, echt wobei heftig. Man muss sagen, also. Oh, wow. Man muss aber sagen, hier die Testlandschaft oder überall, also da wo alle bauen, da ist es super flach. Also hier ist ja kein einziger richtiger Hubbel drin. Das wird sich gleich alles ändern. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ist wieder ausgegangen. Jetzt sind noch 3 Minuten. Denk mir wahrscheinlich die ganze Zeit, oh guck mal, das explodiert ja gar nicht und dann gleich zack, 2 Sekunden. Erste Kurve oder so, könnte ich mir vorstellen, ist Feierabend. Bin eh gespannt. Also es gibt im Endeffekt ja keine Gerade nach Startziel, sondern man startet eigentlich direkt in der Kurve. Naja. Wir müssen noch gucken, wie positionieren wir die
Wer startet wo? Oh, stimmt. Startpositionierung. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ansonsten mache ich wieder so eine geile Schätzfrage. Sehr gut. Das war mal sehr schön. Oh, shit. 5 Milliarden Kilometer ist der Boot von der Erde weg. Das war sehr toll. Ja, also die letzten zwei, das heißt, du bist fertig. Das ist ja super. Ich glaube, Bram ist auch durch. Ich weiß noch nicht, wie bei Sepp aussieht. Da fahre ich nochmal gucken. Mal nochmal gucken. Sepp, bist du auch schon durch? Ich bin auch schon durch, ja. Sepp ist auch schon durch. Das ist ja Wahnsinn. Bram ist auch schon durch. Damit sind wir durch. Ich hoffe, ihr seid alle fertig mit Bauen. Yay. Bin ich. Yay. Dann begeben Sie sich bitte zum Start. Soll ja jeder sein Autochen gespeichert haben. Bevor wir gleich die Fahrzeuge da hinstellen, weil wir wissen ja noch gar nicht, in welcher Reihenfolge. Und da wir jetzt hier nicht schon im Endeffekt spoilern wollen, wie das alles funktioniert, indem man eine Runde fährt, wird es gleich wieder eine Schätzfrage geben. Und wer diese Schätzfrage dementsprechend gut beantwortet, wird halt weiter vorne oder weiter hinten starten. Wie weit vielleicht ist weiß die Erde auch sogar weg einer. Vom Mond. Nee, die hatten wir schon. Ja, wir hatten Mond weg von der Erde. Das ist was anderes. Achso. Ich verstehe das aber, Peter, weil der Nachhauseweg geht auf jeden Fall schneller als der Hinweg, oder? Ja, deswegen, also. Ja, deswegen muss die Strecke auch eigentlich kürzer sein. Ja, Mars ist doch ganz logisch. Mars ist ungefähr. Da steht er! Unser Führer. So. 300, 400 Meter von mir entfernt. Antwort schon mal in den Chat eingeben, aber noch nicht auf Enter drücken. Okay, das haben wir leicht. Ist richtig. Und könnte sonst einen Nachteil geben, weil da können die anderen sich ja noch dran orientieren. Und wenn ich richtig liege, und das weiß ich nicht, jetzt bitte nicht googeln, das kann man tatsächlich vielleicht sogar wissen. Kommen wir zur heutigen Frage. Wir sollten heute den 13. Oktober haben. Also diesen wunderschönen Samstag. Ich hätte gerne gewusst, der wievielte Tag des gregorianischen Kalenders ist denn der 13. Oktober im Jahr? Oh. Wenn das jeder angegeben hat, sagt mal Bescheid. Okay, ich hab. Jemand noch nicht? Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Ich 9, bin auch soweit. 8. Ich hab einfach mal mitgetippt. 7, 6, 5. Jay? Hallo? Ja. Ach, du bist schon fertig. Ja, okay, dann 3, 2, 1, bitte posten. Oh, wow, 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 wow. Oh, ich bin der Einzige, der niedrig ist. Wow, 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 wow. Also, der 13. Oktober ist natürlich der 286. Tag im Jahr. Oh, Peter! Aber Sepp, hä? Sepp, ernsthaft, der 69.? Ich hab mich voll verrechnet. Scheiße, also, ich dachte, es wäre der, Moment. Du hast November, Dezember, sind 61 Tage? Scheiße, ach, 6. Ich bin auch dagegen, weißt du, ich hab so Oktober 10 mal 30. Okay, 300. Und dann haben wir den 13. plus halt ein paar Monate die 31 haben. Und also Oktober warum ist noch gar nicht vorbei. Fällt mir gerade mal ein. Müsste da nicht ich näher dran sein? Also ich dementsprechend ist natürlich Peter Startplatz Nummer 1. Ja. Geile Nummer. Wenn wir davon ausgehen, dass der erste Startplatz der beste ist, ja. Also da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Vorne sein ist gut. Wobei, Peter, das kannst du jetzt aussuchen, würde ich sagen. Ja? Oh, das ist, wir das noch festlegen? Weil das ist eine echt gute Frage, weil die können dir genau, natürlich alle am Anfang kann halt hinten reinfahren. Aber warum sollte man mir hinten reinfahren, weil dann macht man sich doch das eigene Auto kaputt. Ja, schau mal, ich mir halt auch. Wer weiß, wie weit man nach vorne gebaut hat. Also, ne? Man darf nicht respawnen, ist das richtig? Also ja, doch, wenn du, also wenn Wagen du halt, schon. Aber ja, genau, nicht den Anhänger. Aber das ist dann so, als wenn du ohne Anhänger ins genau. Ziel kommst. Okay. Weil sonst wärst du ja komplett raus. Wenn der Wagen kaputt ist, oder was? Ja, ja, genau. Wenn dein Auto nicht mehr fährt, dann spawnst du das neu. Okay, ich nehm die Pole. Ich nehm die Pole. Okay, also, die entsprechend dann. Oh nein, Peter. Dann ist Peter Pole. Peter ist Pole. Außen oder End? Ja, normalerweise ist es doch innen, oder? Ja, ich bin für innen. Okay. Dann spawn ich auch direkt mal mein Auto, oder? Peter ist Pole. Sexy Jay hat sich auf den zweiten Platz begeben. Hey. Dritter ist Bram. Vierter ist Sepp. Ich hab gregorischer Kalender verstanden und hab gedacht, das wäre irgendein anderer komischer Kalender. Nee, der gregorianische Kalender ist unser Kalender. 69. Kommen wir mal zu Peter. Ja, war fett. Peter hat vier Motoren, Peter. Ja, er hat sich ja gegönnt. Ich wollte immer vier Motoren, ja. Das ist dir erlaubt. Ich habe nur nie vier angeschlossen. Ach so, wow.
Und es ist relativ kompakt gebaut, allerdings auch mit ein bisschen Abstand zum Boden, muss man sagen. Die Fragen, die sich viele gestellt haben, waren natürlich große oder kleine Reifen. Peter hat sich für große auch entschieden. Ja, wenn du halt an Offroad denkst, dann denkst du an große Reifen. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich ein smarter Moment, ich glaube, ich habe das falsche Auto gespawnt. Ach so, jojo. Moment. Wie viele hast du denn, Peter? Peter hat einfach 5 gebaut. Ich habe auch mehrere Versionen. Also ich sehe zumindest hier, dass du so ein Ding nicht angemalt hast. Ja, scheiße. Okay, ich habe das mit angemalt nicht nochmal abgespeichert. Egal, dann ist es Dir so. fehlt nur Farbe. Also absichtlich hast du einen nicht angemalt hier. Ja. Nee, ich habe den sogar danach angemalt. Ich habe dann nur vergessen, den nochmal zu speichern. Ja, mal den halt nochmal an. Ach so, wow, du hast echt so eine Version mit dem alles Backen angemalt? Extra für Jane eine Version. So, okay. Und da wir heute kein Fahrzeug der Woche. Da wir heute in einem Rennen sind, ja, gibt's keine Leben. Deswegen, aber nächstes Mal könnte es das dann wieder geben. Gönn ich mir jetzt den Link da in der Beschreibung. Platz 2. Peter, hast du ein Motto von deinem Auto? Das Beste. Gewinn. Dann machst du das. Ah, okay. So, das Doofe ist, Jay, du bist Platz 2. Meinst du, der Platz reicht? Ja, muss ich gucken. Also ich habe auf jeden Fall, mein Auto heißt Boomhamed Ali. Okay. LOL. Jay hat Explosions... Jay in die falsche Richtung, falsch, aber... Jay hat Explosions... Jay, wenn die jetzt explodieren, ist schwierig, wa? Oh Scheiße! Oh Gott, oh Gott. Ups. Ja, warte. Peter, könnte gut aussehen für dich. Nein. Könnte schlecht aussehen für mich, hä? Könnte gut aussehen für dich. Da habe ich jetzt natürlich nicht drüber nachgedacht, dass wir in unseren Standardregeln keine fucking Fässer bisher verboten haben. Ich finde das aber okay. Genau, das haben wir nicht verboten. Muss ich kurz gucken. Hast du das gedreht, Chris? Ja, warte. Ohne Peter zu machen. Oh, die können auch noch mal Freunde. Ich muss da hinten noch das Fass reinsetzen. Ich mach mal hier hinten die Plattform weg. Oh Gott. So, Peter. Starten wir gleich, ne? Gott. Oh mein Gott. Können also wir Formel 1 Rennen Regel, auch so machen? Ne? Hamilton so vorne, Vettel dann Zweiter mit so geilen, explosiven Fässern. Zwei Raketen. Oh, ich hab hier auch einen nicht bemalt. Ah! Was ist eine Missgeburt? Hier! Ja. Moment, hast du bei dir auch noch einen? Hier auch noch einer. Ja, es sind mehrere nicht bemalt, das geht auch. Ja, ich hatte möglicherweise Komm, Zeit. Komm, Jay, gleiches Recht für alle, darfst du auch noch gerne. Ja, einen darfst du auch noch machen. Ja. Ja, pass auf, okay, warte. So. Okay, nice. Ja, jetzt ist es komplett misshandelt. Alter, Jay will mich am Anfang direkt wegficken, die. Ja, oder die mich halt überholen wollen, ne? Also, ja, das finde ich besser. Ich wäre halt gerne auf Platz 1 gewesen. Ist halt echt die Frage. Also, wenn Peter gut wegkommt, dann ist Jay natürlich so eine absolute Barriere. Ich würde jetzt einen guten Start haben. Die dann wie bei Mario Kart sicherstellen wird, dann Peter erster wird. Bist du einfach Bottas und Peter ist Hamilton? Alles klar. Das werden wir gleich mal sehen, ob Jay Wingman ist oder mehr so Kampffliegerpilot. Ich bin nicht eher der Raikön, der racen will nur, oder bin ich eher der Potter? Dennis, was hast du denn für ein schönes gebaut? Ich hab den Badewannenblues gebaut. Was war? Leute, das war doch vorhin kurz Thema. Ja, so, hab ich auch gehört. Medium ist und nicht schwer. Oh Gott. Oh. Nein, war Spaß. Aber ich hätte Jays Gesicht gerade gerne. Ja, für mich ist das cool. Leute, man kann die Fässer auch anmalen. Ach krass. Ja, ja. Ja, okay, wenn ihr das wohl haben wollt, dann mache ich das auch. Ist mir scheißegal. Das habe ich nur bisher noch nie, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man das hier kann. Okay. Korrigieren sieht schon mal gut aus, Bram. Ja, easy. Ich muss erst das Ding anmachen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, unsere Dinger, die gewinnen dieses Mal wirklich alle keinen Schönheitswettbewerb. Ja, Gott sei Dank gewinnt ihr dieses Folge. Ja, aber Funktionalität brauchen wir ja halt auch, wa? Und ich meine, die Leute. Ja, guck mal, Peter, ich hab da so eine Farbabstufung von unten nach oben drin. Ja, du Block. Ja, okay, aber dann macht das ja auch nicht. Nee, das stimmt. Das finde ich jetzt uncool. Ja, jetzt mach ich sorry, es ist nichts Persönliches, so. Bram, aber. Ist halt ey, Rot und, ja, Rot und Violett beißt sich aber. Oh mein Gott. Ja, okay, selbst. Was hast du denn geil gebaut? Ich muss bei Braum nochmal gucken, was hat er denn hier so alles verbastelt? Okay, Motoren, Schüssen. Ja, ist klar. Ja, bei Jay hatte ich da auch noch nicht so nachgeguckt. Ist immer gut zu wissen, wie viel Power die Leute haben, weißt du? Und vor allen Dingen, wo die hingelegt haben. Achso, ja. Also Peter ist nach vorne orientiert, das sieht man schon mal. Oh, also, was mir bei Jay schon aufgefallen ist, Jay hat seine Anhängerkupplung eingebaut. Das ist natürlich vielleicht auch ganz smart gewesen, so dass er nicht lenken muss hinten.
Ja. Hey, ja, hör auf, hier meine Tricks hier zu finden. Wait, dass er nicht lenken muss hinten? Ja, pass ja, auf, guck mal. Star. Du siehst doch, genau, genau, guck mal, der obere Block hier, ja, der ist ja quasi da, wo angeblockt wurde. Aber er hat da links und rechts noch so... Ja, also sie kann sich nicht bewegen. Aber ist das nicht was Gutes, wenn die sich bewegen kann? Nee, weil dann haut, das, dann haut das... dann bewegt sich und dann viel mehr. Das kaputt. Das habe ich auch schon rausgefunden. Das habe ich am Ende auch noch schnell... Na, egal. Ja. Sip fehlt noch. Dann hau mal raus. Ich fehl noch, okay. Ich hab den Drachen mit seinem Ei halt, im Nest gebaut. Du hast das halt auch gemacht? Nee, hast du nicht. Ich hab das auch. Dein Anhänger kann sich ja bewegen. Lol. Ah, lol. Der hat eine mobile Anhänger, also nice, eine veränderbare Anhängerkupplung. Aber aufsetzen ist doch kacke bei dem Rennen, oder nicht? Ja, also ich ärgere mich auch, dass ich so niedrig gebaut habe. Ich kann ja noch mich hochbauen. Ich finde es super, dass Leute hier teilweise auf dem Hubbel anfahren. Sepp hat gar nicht alle Reifen auf. In der Kuhle fängt Sepp an so. Stimmt, ja, da sind gar nicht alle Reifen drauf. Das was Problem habe ich auch. Das ist echt super. Das ist die beste Voraussetzung hier wieder. Oh shit. So. Ja. Können wir denn was hin? Ich starte mal OBS, ne? Ja, das ist richtig. Also du musst OBS auch alle aufnehmen während des Rennens. Gespeichert haben wir alle. Wir müssen natürlich gleich noch gucken, dass wir überall die Fässer drin platzieren. Die sind, glaube ich, noch nicht überall. Oder doch? Doch. Meinst du? Nee, bei mir noch nicht. Ich hab meinen Schaf gemacht schon. Scharf. Ja, genau, also dass die halt rumrödeln können. Scharf. Meinst du scharf? Mein Drachenei werde ich beschützen und nach Hause bringen. Ja, geilo, dann sind wir startbereit. Okay, Moment. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt alles durchhält. Ich würde nicht so viel vor- und zurückfahren, glaube ich, bevor wir starten. Weil kann sein, dass das Ding dann schon hin und her rollt. Ich kann ja schon mal gucken, wie ich starte. Ja, du kannst die wie so ein Blinker auch noch unabhängig voneinander bewegen. Oh, das ist bitter. Das ist natürlich super, weil, kann ich das. Weil wenn du die gleichzeitig runtergefahren hättest, hätte ich gesagt, ja okay, dann haust du vielleicht dann einen. Alter Bram, nicht so smart. Alter Bram, ich muss weg von Bram. Okay, alle ready? Alter Bram! Bei mir hat Dennis gerade durch Vor- und Zurückfahren ist dein Fass rausgeflogen. Ah nee, super. Das ist wieder da. Gerade rausgeflogen. Bei mir ist halt noch drin. Ja, jetzt ist halt auch wieder reingeflutscht. Also, oh mein Gott, was ein Trick hier. Also, wir kommen heute zum großen Rennen. Ich werde versuchen, wie so ein Hubschrauber zwischendurch von oben Bilder liefern zu können. Ansonsten wird natürlich dann zu der jeweiligen Racecam geschaltet des jeweiligen Fahrers. Wir starten heute mit Peter vorne. Dahinter konnte sich den zweiten Platz, konnte sich Sexy Jay sichern. Gefolgt von Bram und hinten Sepp, der auch gerade, oh Gott. Gut, dass es bei euch nicht so leckt, bei mir leckt es ein bisschen, aber ist ja auch egal. Gefahren wird eine Runde, geguckt wird nach Platzierung und wer noch seinen Anhänger hat. Ich bin gespannt, was passiert. Die Strecke haben wir abgeflogen, deswegen würde ich sagen, macht euch bereit zum Rennen. Es geht los in 3, 2, 1, und los! Oh Gott. Oh, da fallen schon die ersten Teile. Alter, Bram! Alles gut. Ja, oh, Scheiße, zugeschlagen! Da ist mein Anhänger, ist gefickt. Wie fies! Bei mir konnte Bram sich die Führung sicher. Oh mein Gott, ihr müsst auf jeden Fall die Sicht von den Leuten nehmen. Oh, mein Fass! LOL! Mein Fass ist raus! Mein Fass ist auch rausgefickt! LOL! Mein Fass ist auch raus! Selbst Fass hat mein Fass gefickt! Ich feier. Komm schon. Okay, ja, da kann ich ja Gas geben. Oh, fuck! Ja, dann hat er ja lang gehalten mit den Dingern. Kacke, die sind rausgehubbelt. Was ist denn das da? Hier liegt ein Auto. Ja, das habt ihr vergessen wegzuräumen dann. Alter, what the fuck? Hey, was ist da los? Ich bleib hier. Fehler, ich hab hier noch eine Waffe, ja. Fehler, ich hab noch eine Waffe. Die tipp ich dich jetzt gleich mit. Oh, komm, auf Feder. Feder. Oh Gott. Du Scheiße. Dankeschön. Oh, oh shit! Oh, oh, Peter liegt auf der Strecke! Und Jason gegen Baum. Ne, Bram ist gegen Baum gefahren. Oh. Nein, ich dreh mich, ich setz hier hinten auf! Ciao, Boys! Was schön mit euch! Scheiße, komm schon! Scheiße, ich hänge fest! Aber Bram macht noch seinen Pass, oder? Ich bin wie so ein Kreisel, ey! Ui. Du lügst doch, oder?
Nee, ich glaube, der hing am Baum. Also ich glaube auch nicht, dass der sein Fass noch hat. Moment, oh Kacke, jetzt kommt diese Brücke. Ja, ich bin halt auch kein Fass mehr. Ja, aber der ist der vorne ihr seid ist. Ernsthaft, oder nicht? Also Sepp ist schon bei der Brücke. Ja. Gefolgt von Peter, der sich gerade ein bisschen überschlagen hat. Warum hat auch so leichte Probleme mit den Bäumen, die hier rumliegen? Aber da kommt Jay an und Jay hat noch mindestens ein Fass und zwar in seiner rechten Hand. Kacke, ja, ich häng... Geh mal weg. Oh, die Brücke ist aber assi. Alter, die Brücke, da hängst du ja voll fest an diese Kacke. Ihr habt keine Stoßdämpfer mehr. Okay, alles klar. Hier, Bram, ich helf dir. So, ich hab die Brücke geschafft. Oh mein Gott. Ja. Bram, ich helf dir. Ey, was machst denn du da? Ich komme nicht weg. Ja, willst du euch nicht machen? Was macht ihr denn mal für Quatsch hier? Das ja, die haben sich da hingegen. Oh, Peter, wo hat sich Peter ist auch mittlerweile bei Sepp angekommen. Nein! Und? Oh, wer ah, ich hab Peter gedreht. Ich hab Peter gedreht. Jetzt, was? Lass doch mal los. Was ist denn jetzt hier los? Was? Ich schlepp Peter. Willst du mich verarschen, Bram? Was bist du für ein Schieder? Was bist du denn plötzlich vor mir, du Labersack? Willst du mich verarschen? Ich schlepp Peter. Weil mir bist du hast mich überhaupt nicht überholt. Sebastian! Peter, geh weg. Ich du hast einfach Brücke. Den Wagen da vorne nicht gesetzt. Wo du gar nicht in der Nähe warst. Ja, mir bist du gar nicht. Hä? Oh nein, Peter. Nein, der Peter konnte sich nicht. Ich stehe an der Brücke, an dem ersten Ding, Alter. Ich stehe ja, ganz alleine. Du wer war gerade vorne bei mir? Ist es Peter, wenn ich das richtig sehe? Nein, Peter. Der in der vorletzten Kurve ist dich gefolgt von Sepp, der sie jetzt auch der nochmal einen Fehler gemacht hat. Baum. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr steuern. Ich sehe dich nicht mehr. Peter, du! Scheiße! Zweiter! Jay kommt noch angekrebst. Wieso stehst du bei mir Brücke die ganze Zeit? Oh, mein Auto! Ich bin bei mir auf der Brücke. Ja, okay. Jay ist bei mir vorm Ziel. Ja, das ist richtig. Bei mir geht gerade gar nichts mehr. Ich kann doch nicht mehr steuern. So, Jay müsste auch mittlerweile, hoffe ich, durchs Ziel. Jay ist definitiv durch. Auch durchs Ziel, ja. Nee, ich stehe immer noch auf der Brücke. Was macht denn der Bram da hinten? Ich finde nicht. Ja, jetzt! Jetzt hast du mich, du Wichser. Nee, ich hab leider. Ich hab auf der Brücke. Ich hab nicht genug Radabstand. Ja, das Problem kenne ich. Der Bram ist noch unterwegs, oder was? Ja, der Bram bockt auf der Brücke einfach überall auf. Scheiße, ey. Kann das sein, dass du ein bisschen flach bist, Bram? Ja, ich bin ein bisschen flach. Boah, das war echt ein Problem, Mann. Musste denn einer sein Auto komplett neu spawnen? Nee, Mann. Ich muss es einmal neu spawnen, weil es umgekippt war. Ich hab schon aber 50 Mal neu hingestellt, damit ich einen Schritt nach vorne komme. Das Ding ist jetzt, der hubbelt sich bei so wem rum? Sind denn der. Die... Also hier liegen ja zwei Kanister, die sind ja einfach rausgefallen. Nee, einen habe ich gerade, da bin ich drüber meiner gefahren. Meiner müsste explodiert. Rausgefallen sein. Ja genau. Selbst ist in mir, in meine Turbine hinten explodiert. Und hat mir die Turbine da weggerissen. Ja, genau, weil die Frage ist, bei wem ist das Ding denn einfach rausgefallen? Aber bei Sepp ist es rausgefallen. Und bei mir dann glaube ich auch. Ja, genau. Weil ich dann halt Panik hatte und weggefahren bin davor. Wer hat denn seine Motoren verloren? Ich wurde noch ein bisschen gebettelt. Ich wurde noch ein bisschen gebettelt. Ja, weil die Frage ist, der Anhänger ist ja dadurch, dass das Ding rausgefallen ist, noch intakt. Ja, nee, aber wir haben ja gesagt, wenn das rausfällt, ist es das gleich, weil sonst kannst du die Versuche ja direkt abzuwerfen. Das ist ja kacke. Also deswegen, ich gerade bei Bram so mich aufgeregt habe. Ich hab ja Bram da rausgedreht aus dem Baumstamm und dann fahre ich ganz normal die Kurve und plötzlich steht Bram vor mir und setzt halt seinen Wagen dahin. Ich so, what the fuck? Ja, nachdem ich ihn halt locker überholt habe. Bei mir, als du gesagt hast, yo, ich bin da, du warst bei mir auf der Map gar nicht. Kannst du bei mir in der Wiederaufnahme sehen? Ich würde mal kurz sagen, dass Peter gewonnen hat. Ja, Peter gefolgt von Sepp, der sich aber trotzdem noch, wenn man mal überlegt, vom Platz 4 nach vorne gekämpft hat. Dritter wurde Jay, vierter wurde Bram, für den klatscht heute Lakitu. Nee, schade. Und das war das Rennen von Profi für heute, für diese Woche. Denkt an die Abstimmung für nächste Woche wieder, wenn wir dann, also das wird mal relativ spontan, was wir machen. Ihr könnt auch gerne wieder Vorschläge geben, aber eventuell gibt es ja nächste Woche Leben, die wir da vergeben können. Also denkt an die Abstimmung. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Macht's gut. Jawohl. Und noch ein schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Tschüss.